Passt nicht direkt ineinander, aber Holger hat Tatort geguckt und es gefällt ihm wohl nicht. Massengeschmack. Politisch korrekte Krimikost. Der Tatort im Würgegriff der Ideologie. Das könnte auch ein Titel von einem Tatort sein. Okay. Mal gucken, was Holger dazu zu erzählen hat. Holgers Intro ist ein bisschen laut. Ja, okay, ich mach's ein bisschen leiser. Hoffentlich wird er danach dann nicht leiser. Nicht, dass man jetzt das Intro runterpegelt und dann sagt er schönen guten Tag und ist wieder... Na? Was waren das noch für Zeiten? Na, ist ganz gut gepegelt. War gut. Als Horst Schimanski im Tatort ermittelte. Holger ist so ein bisschen, das habe ich sonst auch schon öfter mitbekommen, wenn er so, wenn Holger übers Fernsehen redet, ne, der erzählt euch von den 60ern und 70ern und sagt, ach, was waren das Zeiten? Schimanski und der alte James Bond und das und das. Und dann nennt er diese, oder hier, der Preis ist heiß oder so. Der kennt diese ganzen Leute von früher und ich habe manchmal das Gefühl, der ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt erzähle, ach ja, damals, die Dinos und Darkwing Duck und sowas. So, weiß nicht, die Zeit, wo man jung war, die war geil. Und danach sagt man, was ist das hier, der neue Kommissar, come on, Alter. Das ist, Schimanski war schon geil, aber na, so alten. Was waren das noch für Zeit mit Schimanski? Und jetzt? Ich kenne keinen Tatort-Kommissar, ich gucke das nie. Ich glaube, Christian Ulmen war mal da. Ich hatte einen Freund, der hat in einem Tatort mit Christian Ulmen mitgespielt. Die haben alles gedreht. Der saß mit seinen Freunden vor dem Fernseher. Hat gesagt, wir gucken das jetzt gemeinsam. Und dann kam er gar nicht vor. Und dann hat er hinterher nachgefragt und die meinten, ja, war zu lang, wir haben dich rausgeschnitten. Die haben seinen kompletten Auftritt rausgecuttet. Man hat ihn, glaube ich, einmal irgendwie im Hintergrund stehen sehen oder so. Aber er hatte eine richtige Sprechrolle. Und dann haben sie hinterher gesagt, das ist ja, ist zu lang, tschüss. Die haben ihm das wohl nicht gesagt vor der Ausstrahlung. Der hat gebannt vom Fernseher gesessen und gedacht, gleich komme ich. Und dann, nein, du kommst halt nicht. Ja, und der 20 Mal pro Folge dann Scheiße sagte, das waren noch gestandene Kerle. Ja, heute ist es alles ganz anders. Heute ist Til Schweiger und er zeigt seinen Arsch und alles explodiert. Der Tatort passt sich immer mehr dem Zeitgeist an und am vergangenen Sonntag gab es quasi den vorläufigen Höhepunkt. Vielleicht war einfach damals der Zeitgeist, dass ein Mann mit Schnauzbart Scheiße sagt. Scheiße! Ja, das liegt aber nicht nur am Tatort selber, dass da viel Kritik geübt wurde. Nein, auch das Drumherum seitens der ARD hat für einige Diskussionen gesorgt. Okay, ich bin gespannt. Was kommt vor? Hä, das ist doch auch ein... Ist das nicht auch so übelst der beliebte Schauspieler, dieser Typ da hinten mit der Lederjacke? Wie hieß der nochmal? Kennt ihr den? Ich glaube, der ist auch übelst beliebt. Ich weiß seinen Namen nicht, aber ich weiß, dass es so... Ich glaube, der ist auch irgendwie Model für irgendwelche Klamotten oder so und Leute laden den in Talkshows ein und finden den übelst geil, aber der, also, ist doch quasi schon fast so ein neuer Schimanski, oder? Wilke. Wir reden hier von einer Serie von Anschlägen. Ist sein Nachname, oder? Wotan. Wotan Wilke. Aus dem linken Spektrum. Vermutlich verübt von... Ja, hier, den kennt man doch. Der ist doch ein neuer Schimanski. Ich meine, was will man machen? Ist der echte Schimanski nicht tot? Also ausbuddeln kannst du den ja wohl auch nicht. Kannst ja auch nicht einen toten Schimanski da hinsetzen und sagen, hier, der war beliebter, der macht das jetzt wieder. Kleineren Gruppen oder sogar EinzeltäterInnen. Okay, ich weiß, wohin die Reise geht. Ich weiß, was das Problem an der Folge ist. Der eine Darsteller gendert. Okay. Nach aktuellem Stand liegt der Fokus der Beobachtung auf der Flinter-Szene. Also Frauen, Lesben, Inter... Nicht binär, trans, Agenda ist uns ein Begriff. Ja, okay. Okay. Ob das jetzt bleiben wird oder ob das in ein, zwei Folgen vorkommt, das wird sich zeigen. Aber ey, bei ARD ist richtig oft, glaube ich, so ein bisschen unangenehmer Versuch von alten Leuten, sich an die Jugend anzubiedern. Ich weiß noch, wie es eine Zeit lang immer um Hip-Hop ging und das war auch wahnsinnig peinlich. Und jetzt ist es halt sowas. Aber es ist so, ja, hey, hier, Flinter, linke TäterInnen, ist halt gerade hip und trendy. Das, ach, keine Ahnung, ob das in 2 Jahren noch so gemacht wird oder ob es überhaupt noch einen zweiten Tatort gibt, der das nochmal macht. Mal gucken, aber vielleicht ist es auch so ein Outrage-Ding.
Die denken so, ey, wir sagen im Tatort ein bisschen Flinter und innen und so. Und dann macht Holger ein Video über uns und eben guckt das im Stream und alle reden drüber. Vielleicht diskutieren die Leute bei Twitter. Und hier die Stimme des Volkes. Ist auch immer so eine Nummer, oder? Hey, hallo Leute, willkommen bei Hart oder Fair. Wir gucken mal, was die Bürger dazu sagen. Hier auf Twitter wurde dieser Hashtag hier irgendwie 10-mal kommentiert. Das sagt Twitter-User XY. So aussagekräftig wie, wir sind in eine Kneipe gegangen und haben Manni gefragt. Es ist halt nie irgendein Experte oder so. Auf das Netz kocht. Mal gucken, was die Meinungen aus dem Netz sagen. Einer ist dafür, einer dagegen. Danke. Ja, ja, klar, ist uns natürlich ein Begriff. Ja. Ich gehöre da aber lieber zur Wiesig-Szene. Abgekürzt für, wie scheiße ist bitte das? Ey, diese Soundeffekte, die sind auch, ich kenne ja Holger, ich kenne Fernsehkritiker schon sehr, sehr lange. Ja, und ich habe sogar, wann habe ich das kennengelernt? 20. Folge oder so. Da war das auch nicht bei YouTube, da habe ich immer auf seiner eigenen Seite geguckt. Und ich habe auch die alten Folgen nachgeholt. Ich habe das früher gebingewatcht quasi. Ich glaube, Holger hat schon in der ersten Folge die gleichen Soundeffekte benutzt, oder? Dieses, dass er so einen Text einblendet und es kommt so ein. Das hat er, glaube ich, schon in der allerersten Folge benutzt. Das macht er seit 15 Jahren. Ich gehöre da aber lieber zur Wiesig-Szene. Pass auf, jetzt gleich das Geräusch. Abgekürzt für wie scheiße. Boing! Der hat sich einmal, glaube ich, als er angefangen hat, Fernsehkritik zu machen, hat er sich so ein Soundpaket runtergeladen. Und das, inzwischen ist es ikonisch geworden. Aber die sind schon, glaube ich, echt seit der ersten Folge sind es die gleichen Sounds. Ist bitte der Tatort geworden. So, nun ist Deutschlands erfolgreichste Krimireihe endlich. Ich habe mich auch schon, wir haben ja im Stream das mal geklärt, was das Gegenstück zu Flinter ist, Mantis. Man könnte Mesinta sagen, kann man aber nicht gut aussprechen, ne? Weil non-binär, trans, inter, a, das geht ja für beide Geschlechter. Aber statt Frauen Lesben, Männer, Schwule. Aber wenn man die Buchstaben umsortiert, ist es die Mantis-Community. Ne? Kann man da etablieren. Wäre ja cool eigentlich, ne? Endlich da angekommen, wo linksideologische Knalltüten sie immer haben wollten. Linksideologische Knalltüten. Okay. Überkorrekt, minderheitengerecht, woke. Man kann es auch Wokies nennen. Ist ein bisschen kürzer. Total auf dem Zug des Zeitgeistes. Ich habe ja nichts dagegen, dass ein Tatort von Weltklasse bis Trauerspiel. Ja, ist halt so. Es ist ja auch easy, ne? Ich meine, wenn du den Leuten so, wenn du dir so eine Gruppe aussuchst und dann sagst du ein paar Begriffe von denen und zeigst ein paar Symbole, ist es vorprogrammiert, dass egal wie gut der ist, die eine Seite sagen wird, yes, unsere Wörter, beste Folge. Und die anderen werden sagen, nee, nee, nee! Das ist das Logo! Ort in der linksextremistischen Szene spielt. Wobei ich hier gern schon mal die Auflösung spoilere. Wer ist jetzt Holle Fraulein? Ed Holle Fraulein. Keine Ahnung, wer das schon wieder ist. Denn es lohnt sich eh nicht, den Quark anzugucken. Am Ende ist der Täter natürlich keiner aus der linksextremistischen Szene, sondern ein heterosexueller Kollege aus Polizeikreisen. Ey, aber das ist ja, das habe ich mich schon oft mal gefragt, wann endlich mal eine Tatortfolge kommt, wo einfach ein anderer Polizist der Mörder ist. Am besten fände ich es eigentlich, wenn ich einen Tatort schreiben könnte, würde ich es, glaube ich, so machen, dass die ganze Zeit rätseln und der Kommissar auch die ganze Zeit sucht und am Ende wird er überführt, dass der Kommissar das war und die ganze Zeit er den Kollegen vorgespielt hat, dass er das war und sagt, ah, der Täter könnte dies sein oder das sein. Und das ist einfach der Hauptkommissar, der die ganze Zeit ermittelt. Und der so der Typ ist, den alle lieb haben, dass der am Ende der Killer war. Dexter gibt's schon. Aber Dexter, da weiß man, glaube ich, schon ab der ersten Folge, dass er ein Killer ist, ne? Und er verheimlicht das. Das ist so ein bisschen wie bei Breaking Bad oder so, wo er halt den anderen sagt, ey, ich bin gar kein Drogendealer, wer mag das wohl sein? Aber der Zuschauer weiß es schon. Ich meine, so ein Tatort, wo das der Zuschauer auch nicht weiß. Wo der Zuschauer auch die ganze Zeit im Glauben gelassen wird, dass der Kommissar der Gute ist und am Ende gibt es so ein Beweisvideo, wo dann gesagt wird, nee, der Kommissar Schimanski oder Wotan Wilke Möhring, der hat einfach, weiß nicht, ein Kind gefickt und ist danach erschossen oder so. Irgendwie sowas. Der sich auch explizit gegen das Gender... Gab es zu Schimanski-Zeiten, aber Schimanski war nicht der Täter, oder? Das war dann so vielleicht
anderer Polizist oder so. Ausspricht. Na klar, die Drehbuchautorin traute sich ja nicht über ihren eigenen Schatten und platzierte das Böse lieber genau da, wo es hingehört. All das, in die Polizei. Was wir hier sehen, ist keine einmalige Sache. Es ist kein Ausrutscher, es hat System. Denn zumindest der Norddeutsche Rundfunk legt künftig großen Wert darauf, dass sowohl vor als auch hinter der Kamera Minderheitenquoten genau eingehalten werden. Ja, aber das Minderheiten sind ja, also weiß nicht, ne? Das kann ja alles heißen. Minderheiten kann ja heißen Ausländer, Minderheiten kann heißen religiöse Gruppen, Minderheiten kann heißen Flinters. Ich bin auch eine Minderheit. Ich bin ein Mensch mit Gehirn und Humor. Also ein bisschen, ne? Aber also genug, um zu einer Minderheit zu zählen, glaube ich. Ich bin ein Atheist. Die Mehrheit der Deutschen ist christlich. Ich bin quasi eine Minderheit. Ist eine große Minderheit. Aber ich meine, wenn Frauen Minderheiten sind, Frauen gibt es 51%. Ne? Atheisten sind weniger. 30 oder so. Konfessionslos, weiß nicht, wie viele sind das? 30%, 20, 30, 40, irgendwie so. Ich bin der einzige imprisexuelle Tatortkommissar. Ich hänge dann mit den Kollegen rum und alle Kollegen sagen, Alter, guck mal die Geile hier. Lass mal heute noch in den Puff gehen. Und ich sag dann, ey, sorry, ich bin imprisexuell, ich hab Ansprüche. Ihr vielleicht alle nicht, ne? Aber ey, sorry, ey. Ich wird wieder meine Andersartigkeit nicht berücksichtigt. Das Ganze nennt sich Inclusion Rider und stammt natürlich aus den USA. Natürlich! Als Inclusion Rider wird eine Vertragsklausel in der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie bezeichnet, die verlangt, dass die Besetzung eines Films möglichst vielfältig ist. Alter, warum wird ein Film nicht einfach danach besetzt, was Sinn ergibt? Stellt euch mal vor, die wollen einen Film machen über den Ku Klux Klan und man sagt, ja, aber 10% der Clan-Member müssen schon einen Migrationshintergrund haben. Gut, unter der Kapuze sieht man es eh nicht, aber weiß ich nicht. Vielleicht hast du ein spezielles Thema und da passt nur eine spezielle Gruppe Leute, die du castest. Ne? In alle Richtungen. Eine schwarze Rolle nicht unbedingt mit einem Weißen besetzen und den schwarz anmalen, aber andersrum jetzt auch nicht unbedingt. Also weiß ich nicht, warum ist ein Künstler nicht einfach wieder ein Künstler? Warum muss Kunst denn irgendwie einen Auftrag haben? Eine Message mitbringen? Kann der Künstler nicht entscheiden, welche Message er drin haben will? Kann der Künstler nicht einfach sagen, ich mache eine Serie, da kommen einfach nur 10 weiße Heteromänner drin vor, aber so ist halt meine Serie, die cast ich dann. Wer anders kann sagen, ey, ich mache eine Serie nur mit Schwulen oder nur mit Schwarzen, okay. Der Autor schreibt eine Serie, dann castet der Leute, die da reinpassen und vielleicht hat es eine Message und vielleicht nicht. Vielleicht, Kunst muss auch keine Moral haben. Es kann auch mal ein trauriges Ende geben, wo der Böse gewinnt. Wo die ganze Zeit von vorne bis hinten miserable Werte vermittelt werden und am Ende der Böse gewinnt. Kann man machen. Kunst ist doch nicht irgendwie dein Kindergartenerzieher oder so. Ist doch nicht, wir haben keine Zeit für die Kindererziehung, wir setzen die vor den Fernseher. Aber hoffentlich läuft im Fernseher nichts, was denen falsche Werte mitgibt. Ist ja für Erwachsene auch. Oder? Ich meine, Tatort ist ja nicht für Kinder. Die finden das langweilig. Wenn das für Erwachsene ist, dann kannst du da machen, was du willst. Ich kann ja auch GTA spielen oder Postal spielen und dabei wissen, dass das nicht in Ordnung ist, auf Passanten zu schießen. Ne? Du siehst den Hauptcharakter oder du guckst Breaking Bad oder so und denkst, ey, der Hauptcharakter macht teilweise Sachen, die finde ich nicht okay. Da denkt man, ey, ich mag den eigentlich, warum macht der das oder so? Das ist doch auch das Spannende daran. Man muss doch nicht alles mit einer Message versehen. Man kann doch Leute so casten, wie sie passen. Und man kann ein Drehbuch so schreiben, dass, ja, das einfach die Message so ist, wie der Künstler sie haben will. Kunst ist nicht immer erhobener Zeigefinger und ich bring dir jetzt was bei. Ganz konkret muss zu 50% Diversität herrschen. Das schließt auch Frauen an sich mit ein. Nun ist in den USA etwa der Anteil von schwarzen Menschen deutlich höher als bei uns. Das Ganze ist also eigentlich nach Deutschland schwer übertragbar. Ja, aber gut, das ist ja sonst auch kein Problem, oder? Für den NDR-Tatort natürlich kein Problem. Der Sender verkündet stolz, 17%... Wie misst man Diversität? 50% Diversität?
Ja, aber wer zählt denn jetzt in die diverse Gruppe rein? Die an diesem Tatort beteiligten Personen sind BIPOC, also Black, Indigenous und People of... Indigenous. Die Aussprache. Das heißt doch Indigenous, ne? Das will ich nochmal hören. Black, Indigenous. Der an diesem Tag... Genius! Tatort beteiligt. 65% müssen entweder schwarz oder Genies sein. Personen sind BIPOC, also Black, Indigenous und People of Color. 65% der... Müssen indigene Deutsche sein. Entweder schwarz sein oder Ariapass. Indigen müssen die sein. Hast du einen Stammbaum? 10 Generationen schon hier, gut. Zählt als indigen. Head-Positionen sind weiblich besetzt. Junge. Abgesehen davon, dass 65% Frauen ja eigentlich sogar überrepräsentiert ist, indigene Menschen in den... Ja, das ist ja doch egal. Ne? Man hat ja auch eine Frauenquote, man hat ja keine 50-50-Quote. Heißt ja 50% Frauen, alles okay. 30% Frauen, 80% Frauen. Missy Magazine hatte zum Beispiel 90% Frauen und 10% Non-Binäre, die auf dem Foto wie eine Frau aussehen, aber die identifizieren sich nicht so. Deswegen, ne? Also das sind nicht 100%, das ist, ne? Meint ihr, es wird so kommen, dass man sich als schwarz oder indigen identifizieren kann? Also nur so Frage, ich will das natürlich nicht werten oder so, aber... Ich meine, für die meisten Leute war ja, hättet ihr vor 10 Jahren gedacht, dass man irgendwann sagen kann, also da kannte man ja auch schon Personen, die als Mann geboren waren und sich dann umoperieren lassen. Das gab es ja damals schon, ne? Dass man damals schon gesagt hat, ey, der ist so und so geboren, hat sich dann umoperiert, ist jetzt wer anders. Bitte anderen Namen sagen, ne? Und so weiter. Das kannte man ja schon. Aber man hätte, glaube ich, nicht erwartet, dass jemand wie ich, ne, einen Bart hat und sagt, ich bin eine Frau oder so. Das hätte keiner ernst genommen vor 10 Jahren. Und jetzt sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ich finde, männlich-weiblich ist doch ein bisschen binärer als Ethnie. Da mischt sich doch alles durcheinander. Da gibt es doch Leute, die rotzen in so ein Ding rein und schicken das an irgendwelche dubiosen Firmen, damit die denen so eine Grafik schicken, wo die denen sagen, na, du bist 50% Franzose und 10% Ghaner, 10% Inder, 10% Jude und dann sitzen die da, yes. Ich bin nicht so langweilig wie die anderen, ich mache mir jetzt einen Federschmuck auf den Kopf. Indianer sagt man, sagen nur manche von denen selber, ich habe das von Slavoj gelernt, der hat gesagt, wir nehmen Indien, is a monument of white man's stupidity. Das hat er gesagt und... weiß ich nicht, manche möchten vielleicht Ureinwohner genannt werden, manche möchten Indianer genannt werden, aber ich glaube, die allermeisten werden nicht verstehen, was ich hier gerade sage, weil die wenigsten von denen Deutsch sprechen. Also ich glaube, es kann kein Betroffener beleidigt sein, zumindest ist es sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, wenn sich Leute darüber aufregen, dass ich das sage, sind das eher weiße Deutsche, die stellvertretend sagen, wenn der das hören könnte, ne? Kann er nicht, er versteht dich nicht, ne? Redest ja Deutsch, aber wenn, ne? Wäre nicht okay. In den USA sind Indianer und die sind dort... Ey, Holger, Ureinwohner, die waren zuallererst da. Die ursprünglichen Einwohner sind das. Die allerersten, die jemals da waren, sind das. Auch damit gemeint. In Deutschland allerdings handelt es sich bei Indigenen um Weiße, denn übersetzt bedeutet... Sieht so scheiße ja nichts aus, weiter oder? Als ich weiß nicht, ob der realistisch rekonstruiert wurde. Die Haut hat man ja meistens nicht gefunden, ne? Sondern halt nur den Schädel. Aber sieht schon geil aus, oder? Einheimisch. Wir nehmen nur Neandertaler, nehmen nur Düsseldorfer mit noch ein bisschen Neandertaler-Genen. Die kommen in unsere Serie rein, als Kommissar. Also im Grunde um diejenigen, die zuerst da waren. Da fragt man sich... Der Chat sagt gerade endlich Saarländer. Ist neulich mal aufgefallen. Saarland ist, glaube ich, das einzige Bundesland in Deutschland, wo ich noch nicht gewesen bin. Und dann dachte ich mir, ja gut, warum auch? Was gibt's denn da schon? Wenn die drei Saarländer, die jetzt beleidigt sind, können mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es in Saarland irgendwas Spannendes gibt. Wer die anderen 83% denn sein sollen...
Nein, es zeigt vielmehr, wie hirnlos solche Regelungen aus den USA übernommen werden, obwohl in Deutschland die Verhältnisse überhaupt nicht vergleichbar sind mit den USA. Um nicht falsch verstanden zu werden, wenn denn die Produktion des Tatorts bislang wirklich eine Männerdomäne gewesen ist. Junge, wo hat er denn dieses Stockfoto her? Das ist ja wieder ein richtig geiles Bild. Vor allem, hier sieht man einfach, egal welches Geschlecht oder Hautfarbe, auf dem Stockfoto kann jeder Mensch wie ein Roboter aussehen. Egal welcher. ...sein sollte, dann ist es vollkommen richtig, da mehr Weiblichkeit reinzubringen. Und natürlich sollen Minderheiten vor und hinter der Kamera... Jetzt scrollt das auch noch zur Seite, ich raste aus. ...die gleichen Chancen haben. Aber hier geht es eben um... Oh, wenn Boris Palmer das sieht, ne? Auf dem Bild hier. Zwei dunkle, ein heller. Welche Gesellschaft soll das abbilden, oder? Grüße an Boris. Viel mehr. Es geht darum, eine... Oh, Künstler, kommt noch ein bisschen... Der ist aber auch... Krimireihe, die von Millionen Menschen sonntags geschaut wird, für eigene... Nicht, dass der Herr Palmer das mitbekommt. ...Bäcke zu kapern. Was der ist von der Grüne, oder? ...übrigens nicht gut gelungen ist. 6,91 Millionen Zuschauer ist für Tatortverhältnisse desaströs. Wie viel hat das jetzt? Ist das Schattenleben, ist das jetzt die Folge? Was? Hä? Startzeit, Dauer, Sehbeteiligung oder was? Warte nochmal, was? ...gelungen ist. 6,91 Millionen Zuschauer ist... 6,91 Millionen Zuschauer. Naja, das ist ja immerhin noch eine ganz schöne Menge, oder? Es ist immerhin Platz 1. Also es wurde häufiger geguckt als alle anderen Sendungen. Gut, irgendwann gab es mal eine bessere Tatortfolge. Für Tatortverhältnisse desaströs. Aber welche Tatortverhältnisse? Tatort letzte Woche oder Tatort vor 10 Jahren, als die Leute tatsächlich noch Fernsehen geguckt haben? Die Ermittler aus Münster oder München holen zweistellige Millionenwerte. Regisseurin Mia Spengler redet sich die Quote trotzdem schön und betonte auf Instagram, der Tatort habe das Traumschiff im ZDF besiegt. So wie jede Woche. Ja, das ist richtig. Allerdings handelt es sich bei dem Traumschiff um eine Wiederholung von 2018. Wow, krasse Leistung hier. Ey, unsere Sendung ist so geil, das gucken mehr Leute als dieses komische Traumbla-Kreuzfahrt-Scheißschiff. Den Sieg zu holen. Ach ja, das waren noch Zeiten, als Schimanski für Sicherheit im Tatort sorgte. Oder ach ja, das waren noch Zeiten. Schnauzbärtige Männer, so wie ich. Das war noch geil, da habe ich auch noch gerne Tatort geguckt. Mit einer Jacke, die nicht mal wirklich eine Farbe hat. Das war geil. Grummeliger Kommissar Trimmel im Norddeutschen Rundfunk auf Verbrecherjagd ging. Ist das nicht Sigmar Gabriel? 1978 gab es mit Nicole Hesters die erste Ermittlerin. Natürlich ist der Tatort immer auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, und die heutige Gesellschaft ist halt scheiße. Deswegen ist auch der Tatort scheiße. Ich hab's immer wieder schon gesagt. Und das macht es ja gerade so gruselig. Denn wenn das hier der Zeitgeist ist, und so schaut es ja aus, dann bin ich jedenfalls raus. Und ja, das ist der Zeitgeist in Journalistenkreisen. Ne? Ich habe mich ja auch manchmal gefragt, warum im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wenig über Armut geredet wird. Armutsanteil, deutsche Journalisten, ne? Öffentlich-rechtliche 0%. Gehst da rein, wirst mit Geld zugeschissen, wenn du der Redakteur bist. Dunkelhäutige Frauen, ne? Gibt's da ja. Die sind ja da in der Redaktion. Arme Leute, null. Politik so ähnlich. Ne? Gibt vielleicht Leute, die das früher mal hatten, die das noch aus ihrer Studienzeit kennen oder so oder aus der Kindheit. Ne? Aber nicht mehr jetzt aktuell. Aktuelle Lebensrealität ist dann auch, ja, eigentlich, wofür werde ich eigentlich diskriminiert? Ach ja, okay, das. Ne? Und die anderen, gut, da werden halt 20% der Leute leiden darunter, aber haben keine richtige Lobby, ne? Außer von Leuten, die halt nicht sie selber sind, also nicht Teil von ihnen. Ich ja nicht der Einzige. Tom Bohn zum Beispiel, der innerhalb der letzten 30 Jahre 18 Tatorte als Regisseur drehte, hat... Ich wünsche mir einen Kommissar, der AfD wählt. Ich wünsche mir einen Kommissar, der gar nicht wählt. Ich wünsche mir einen Kommissar, der sagt, egal ob Großkonzerne oder Regierung, ich finde die alle scheiße. Ich kündige jetzt, ich habe keinen Bock mehr, Staatsdiener zu sein. Fick den Staat. Ich wünsche mir einen Tatortkommissar, der eigentlich gar kein Kommissar mehr ist, weil er sagt... Ich hasse die Polizei eigentlich, ich will da doch nicht mehr sein. Hat sich von der Krimireihe verabschiedet. Ich wünsche mir einen Kommissar, der einfach depressiv ist und in der Mitte der Folge einfach Selbstmord begeht und dann die anderen nur noch sagen, fuck, Alter, wie lösen wir den Fall? Ja, der war schon echt gut, scheiße, ohne den kriegen wir es wohl nicht hin.
Ich wünsche mir einen Kommissar, der den ganzen Tag besoffen ist und dann gefeuert wird. In der Neuen Zürcher Zeitung machte er seinem Unmut Luft. Es wird reingeredet, niemand traut sich wirklich was und es herrscht eine permanente Angst, anzuecken. Ich habe ein paar Mal angeeckt. Ja, aber es ist ja halt auch, es ist ja auch ein bisschen, es kommt ja es kommt ja auch auf das Medienumfeld an. Und in den Öffentlich-Rechtlichen sind das halt alles so langweilige Biedermeier. Also, das ist ja klar, dass du da aneckst. Guck mal, wer da arbeitet. Das sind alles Normies. Da sind doch, welche mutigen Künstler sind denn schon im Öffentlich-Rechtlichen? 2, 3 vielleicht, kriegen vielleicht mal einen Auftrag, wenn sie sich vorher schon irgendwo anders einen Namen gemacht haben. Oder wenn sie noch von ganz früher sind. Also ein Friedrich Küppersbusch oder so darf da immer noch mitmachen, weil der halt früher dabei war. Früher gab es Peter Lustig oder so. Stellt euch mal vor, ihr kommt heute bei der ARD an und sagt, ja, hi, ich trage den ganzen Tag so einen Blaumann oder eine Latzhose und ich würde gerne in meinem Bauwagen wohnen und Kindern die Welt erklären mit selbstgebauten Maschinen. Hätte es Peter Lustig nicht gegeben, würden die heutigen Intendanten sagen, was willst du, verpiss dich. Die wollen lieber noch irgendeinen absoluten langweiligen Normie. Kannst du nicht eine Reportage über Sex für Funk machen und aussehen wie jeder? Kannst du nicht so ein richtiger 0815-Dude sein, der dann da steht und sagt, eigentlich habe ich von dem Thema keine Ahnung, aber ich habe jetzt hier einen Gesprächspartner und der erzählt mir was dazu. Ah, interessant. Könnt ihr nicht sowas machen? Könnt ihr nicht einen Tatortkommissar machen, der aussieht, als ob ihr den, keine Ahnung, als ob ihr dem einfach unter der Woche beim Einkaufen begegnet, der aussieht wie jeder? Manni von der Currywurstbude, der ist jetzt Tatortkommissar. Mit Themenvorschlägen. Eine Geschichte über Flüchtlingshelfer in Afrika und Dealer im Görlitzer Park schwebte mir vor. Da bin ich nicht mit durchgekommen. Warum nicht? Man könnte es falsch verstehen. Es könnte den Rechtsradikalen zuspielen. Es hieß, ist gefährlich zurzeit, machen wir nicht. Dahinter steht noch nicht einmal eine politische Linie, sondern es ist einfach die Sorge, in einem falschen Licht dazustehen. In meinem Ja, weil die halt gefeuert werden dafür. Die kriegen halt ordentlich Kohle dafür, dass sie da bei der ARD arbeiten. Besser nicht auffallen, ne? Die kriegen richtig, richtig dicke Kohle. Und wenn man dann sagt, ey, die Folge war zu edgy, aufpassen, dann machen die nochmal eine Folge, die zu edgy war. Und die sagen, na, wir wechseln jetzt das Team. Tatort ist das Flaggschiff. Ihr werdet jetzt alle gefeuert. Wir nehmen da neue Leute für. Das wollen die halt nicht. Das ist ja verständlich. Wenn du die mit Kohle zuscheißt, dann werden die vorsichtig. Dann denken die, ey, ich will nächstes Jahr immer noch mit Kohle zugeschissen werden. Ne, und dann macht man halt so irgendwie angepassten Normie-Quatsch. Das ist ja eigentlich klar, das ist doch bei Kunst immer so. Die mutigen Künstler sind doch die jetzt nicht irgendwie Schiss haben, gefeuert zu werden oder so. Und wenn du denen sagst, ey, wir wollen keinen Shitstorm. Also, das ist halt dann klar, was da passiert, oder? Im letzten Tatort ging es um eine Links- und eine Rechtsradikale. Beide sind auf der Flucht. Sie wissen nichts von den Politikern. Tarik Tesfu als Kommissar. Das wäre geil. Der weint dann direkt. Könnt ihr euch Tarik vorstellen, wie der mit einer Waffe irgendwie so ein Gangsterjagd oder so eine Verfolgungsjagd oder sowas? Ich nicht. Die politischen Einstellungen der jeweils anderen lernen sich kennen und finden sich sehr sympathisch, bis ihnen klar wird, wofür die andere steht und sie anfangen, sich zu bekämpfen. Ja und? Es entbrannte eine große Diskussion. Die beiden Radikalen dürften nicht zu sympathisch wirken. Da müsste man aufpassen. Immer wieder wurde nachkorrigiert. Am Ende hatten wir ungefähr 11 Drehbuchfassungen. Von der ursprünglichen Idee ist noch die Hälfte übrig geblieben. Vorsicht, wenn einer den Bösen sympathisch findet, dann wird er auch zu dem. Dann guckt einer den Tatort und denkt, der Böse, der war eigentlich schon ganz cool. Ich glaube, das ist jetzt mein neues Role Model. Es ist der klassische Fall. Man glaubt, dem Zuschauer alles erklären zu müssen. Es darf bloß nicht jemand etwas missverstehen. Dahinter steckt die Angst in der Öffentlichkeit, für einen Nazi gehalten zu werden. Da ist dann der Unterschied zwischen Kunst und Design. Ne? Der Künstler, der traut sich was, der macht, was in seinem Herzen ist. Und der Designer kriegt halt so einen Auftrag. Man sagt, kannst du nicht Journalismus mit Haltung machen, bitte? Wo man auch ein bisschen was zu lachen hat. Ne? Alles so ein bisschen. Da kannst du dich im Feierabend hinsetzen, machst du die Glotze an, dann hin und wieder kicherst du mal ein bisschen. Am Ende gewinnt dann der Gute, Happy End. Ist ganz klar, wer der Gute, wer der Böse ist. Wir sind hier ja nicht in Amerika, wo man mal ein bisschen ausprobieren kann. Wir müssen schon ganz klar machen, der ist der, der ist der. Oder für einen radikalen Linken, für einen pädophilen Freund, für einen homosexuellen Verurteilenden, einen AfD-nahen. Könnte man nicht machen, dass der Mörder und der Kommissar beide AfD wählen? Dann hast du 1-1. Und dann sagt man am Ende in so einem eingeblendeten Text, das war Zufall. So viele sind es nicht. Nicht, dass das so viele sind. Sind 10% oder so, ne? Aber
2 × 10% ist die Chance ja da, ne? Dass es auf jeder Seite einen gibt. Eigentlich müsste man einmal einen Kommissar haben, der bei seinen Kollegen offen zugibt, die AfD zu wählen. Oder der sagt, schönen guten Morgen, Kollegen. Ich weiß, ich bin eine Viertelstunde zu spät. Wer macht mir einen Kaffee? Ich war gestern noch im Puff. Ne? Und ich bin Alkoholiker übrigens. Wäre auch geil. Eine dicke Mücke bei mir im Zimmer. Ich weiß, aber ich krieg die doch nicht. Die fliegt hier überall rum. Ich ignoriere die einfach. Ja, ernst? Es wäre meine perfekte Tatortkonstellation. Ist leider Sommer. Ein latent fremdenfeindlicher, das Gendern hassender Hauptkommissar, der politisch rechts außen steht und im Team mit einer sozial engagierten ökologischen Kommissarin zusammenarbeiten muss. Und dann fetzen die sich die ganze Zeit. Geil. Die ihm das Leben zur Hölle macht. Es wäre eine Figur wie damals das Ekel Alfred Tetzlaff. Nein, Tatortkommissare dürfen doch heutzutage keine Ecken und Kanten haben. Sie dürfen doch nicht... Also die dürfen nur positive Ecken und Kanten haben, aber richtige Arschlöcher sein dürfen die, glaube ich, nicht. Bestritten sein. Es sind einfach nette, austauschbare Gestalten, die politisch überkorrekt ihre Ermittlungen durchführen. Es wäre doch auch geil, einfach so einen Tatortkommissar zu haben, der so eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und eine ist so der Topkommissar und der andere ist ein richtiger Wichser. Ich habe kürzlich auf Netflix habe ich eine Serie angefangen zu gucken von Ricky Gervais, Afterlife. Da verhält er sich auch, also ich habe nur die erste Folge bisher geguckt, aber er verhält sich auch die ganze Folge über wie ein Arschloch anderen Leuten gegenüber. Aber man versteht auch gleichzeitig, warum er das macht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Dass er gleichzeitig, er benimmt sich so, dass man denkt, ey, das ist jetzt nicht die feine Art. Natürlich ist es scheiße anderen Leuten gegenüber, aber man weiß, warum er das macht. Man kann sich auch irgendwie reinversetzen, er tut einem gleichzeitig auch irgendwie leid. Das ist halt eine Figur mit Facetten. Das gibt's halt im Fernsehen nicht so viel, besonders nicht im deutschen Fernsehen. Da sind, also bei den Simpsons und so ist es ja auch so. Die Figuren waren früher relativ facettenreich und dann wurden immer so nach und nach ein paar runtergeschabt. Und jetzt haben die ein oder zwei. Das ist die Figur, die so macht oder die so macht. Aber ne, die ganzen anderen Anteile, die hatten, die streicht man dann irgendwie raus und man denkt, wow, wird zu kompliziert für den Zuschauer, das rafft er nicht oder ach, keine Ahnung, irgendwas. Das ist einfach nur noch scheiße. Die neuen Folgen kann sich kein Mensch mehr angucken, die sind einfach nicht mehr witzig und das ist einfach irgendwie fucking langweilig und belanglos geworden. Naja. Ist das nicht entsetzlich? Und es geht sogar noch eine Ecke schlimmer. Der Schauspieler Matthias Brenner machte nämlich vor einer Woche auf Facebook einen Vorgang öffentlich, der einem Kollegen passiert sei im Zusammenhang mit einer Besetzung für die Krimireihe Polizeiruf 110. Gerade erfahre ich, dass ein Kollege im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Rolle nicht erhielt, da er eben diese als Nicht-Homosexueller nicht spielen dürfe. Es sei denn, er... Das sieht man nämlich sonst! ...er würde sich seiner Agentur gegenüber als homosexuell oder bisexuell deklarieren. Junge, es ist... Es ist dumm, oder? Ich find's doch auch okay, wenn ein Homosexueller ein Hetero spielt. Oder andersrum. Es ist eine fucking Rolle. Man lässt den vorspielen und guckt, ob er es authentisch rüberbringt. Vielleicht kann er's nicht. Vielleicht sagst du, spiel mal einen Homosexuellen und man denkt, na, irgendwie ist nicht glaubwürdig. Lass mal einen anderen casten. Aber wenn der auf der Bühne steht und der macht das gut, dann ist doch in Ordnung. Die Agentur geht das einen Scheiß an, welche Sexualität man hat. Die nächste Stufe wäre der Nachweis von Multisexualität in alle Richtungen. Tja, oder man fordert das umgekehrt ein. Achtung, Satire! Das ist auch Satire, macht das auch immer, ne? Richtig gute Satire sagt am Anfang immer Achtung, Satire. Daran erkennst du die. Dass Homosexuelle keine Heterosexuellen mehr spielen dürfen. Na, was wäre dann wohl los? Und wie ist es künftig bei Polizeiruf oder Tatort mit der Besetzung der Leiche? Muss das dann auch ein Toter sein? Wir leben wirklich in verrückten... Das wäre geil, oder? Man könnte einfach... Man könnte so halbe Schweine aus der Schlachterei nehmen... Und dann setzt man denen so eine Maske auf und sagt, das ist der Tote hier. Er sieht ein bisschen wie ein Schweinekörper aus, aber ich schwöre, das ist die Leiche. Zeiten. Das wäre doch eigentlich ein tolles Drehbuch für den Tatort. Aber es traut sich ja keiner. Ja. Ich fände es doch okay, wenn man den Organspendeausweis schreiben könnte. Wenn ich sterbe, dann könnt ihr mich in so einer Krimiserie als Opfer hinlegen. Ist ja sonst doch relativ scheiße. Ja? Also wenn Leute eine Leiche spielen... Die liegen halt rum, die sind eklig geschminkt, man sagt denen, na, nee, nicht zucken, es juckt irgendwo und die sagen, nee, nee, ganz gerade liegen bleiben. Ich fände es okay. Körper ist eh ein Transportmittel und wenn er kaputt geht, könnt ihr den haben. Ich opfere mich. Wenn ich mal irgendwann draufgehe, ihr dürft mich in beliebige Krimis, ihr könnt die ja schnell nacheinander drehen. Weiß nicht, packt ihr mich in eine Kühltruhe, dann geht das nochmal ein bisschen oder so. Legt er mich einmal hierhin, einmal dahin und danach dann irgendwie, keine Ahnung, ins Löwengehege oder so. Ne?
Und dann einfach, das wäre eigentlich ganz cool. Einfach echt mal ein Tatort mit einer echten Leiche. Das wär schon geil. So wie Körperwelten, ja, genau, nur halt mit Kamera. Am coolsten wäre doch noch, wenn dann noch so, wenn die Leiche so an so einem Gestänge gemacht wird. Und dann kann der Täter kann dann so wirklich mit einer echten Pistole da reinschießen. Und durch den Druck fällt es dann so runter von dem Ding. Und dann fällt es noch auseinander oder so. Oder der sägt den so mit einer Kettensäge durch oder so. Und der Schauspieler, der kriegt dann einfach gesagt, das ist nur für hartgesottene Schauspieler. Du musst eine echte Leiche durchsägen. Aber ich schwöre, er war Organspender. Es war sein letzter Wille. Er wollte das. Du kannst ihn zerhacken. Und dann nimmt man einfach so eine echte. Gut. Ja, ich finde es auch bescheuert. Ich verstehe Holgers Kritikpunkt. Aber ein bisschen schwingt, glaube ich, immer noch so mit, dass Holger einfach auch ein bisschen aus einer alten Generation ist. Ne? Der trauert, glaube ich, echt so ein bisschen im Fernsehen von früher hinterher. Ich kenne das ja auch mit Videospielen oder so. Es macht einfach nicht mehr so Spaß wie früher. Und dann sagt man, ach, damals in den 90ern, Mario, das war noch was. Kann man immer noch spielen, aber ist irgendwie, wenn ich jetzt einen alten Schimanski-Tatort gucke, ist ein bisschen nostalgisch, aber auch jetzt nicht das Wahre, ne? Irgendwie soll es doch aktuell sein, aber dann auch cool. Aber irgendwie machen sie es nicht mehr so wie früher. Halb, halb. Ich finde, es hilft einem enorm weiter, wenn man einfach Englisch kann. Wenn man einfach denkt so, ey, im deutschen Fernsehen kommt nur Scheiße, ich kann Englisch. Deutsche Comedians, schon ziemlich kacke. Ne? Aber ich kann mir ja auch Louis C.K. angucken. Ich kann mir ja auch Ricky Gervais angucken. Ich verstehe ihn ja. Geht. Vielleicht ist mein Slangwort mit dabei, was ich nicht kenne oder so, aber größtenteils verstehe ich, was die da erzählen. Deutsche Filme, gefällt mir nicht so. Oder Serien. Deutsche Krimiserien, langweilig. Gucke ich mir halt Breaking Bad an. Das glaube ich, das gibt es auch auf Deutsch vertont, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Wenn man einfach mehr Sprachen kann, dann hat man einfach mehr Bereiche, die gehen. Jemand fragt, Louis C.K. angucken, erst wieder in 2-3 Jahren. Der geht schon wieder, der ist schon wieder da. Der ist tatsächlich wieder zurückgekommen. Ja, also ist natürlich umstritten. Aber wenn man das ausblendet, dass er vielleicht nicht sonst immer der perfekte Mensch ist, kann man es gucken. Danke, Liam Spliff, für dein Prime. Ich kann das auch so ein bisschen dissoziieren. Also, ey, ich höre mir Gigi Allen an. Das ist ein richtiger Wichser gewesen. Aber die Musik gefällt mir. Kann man machen. Und wenn Louis C.K. dann im Backstage irgendwie gewichst hat und das haben Leute gesehen und dann haben sie hinterher gesagt, na, ich habe ja nur zugestimmt, weil der irgendwie über mir steht und eigentlich fand ich das doch nicht so schön. Ja, ist kein cooler Move. Aber seine Comedy-Sendung ist trotzdem lustig. Ich kann mir die Bühnenshow angucken und kann das vielleicht auch mal kurz abschalten und denken, ey, ich gucke mir jetzt einfach eine Stunde Comedy an und er ist halt ein witziger Typ. So, das ist auch anstrengend, von allen perfekte Menschen zu erwarten. Gut, wenn einer es zu weit treibt, dann denkt man vielleicht irgendwann, na okay, jetzt hat das langsam verspielt, ne? Aber, weiß nicht. Kunst und Künstler sind natürlich miteinander verbunden, aber man kann auch nicht irgendwie Künstler die ganze Zeit observieren und sagen, ach, jetzt hat er hier einen Fehltritt gemacht, jetzt ist das ganze Kunstwerk im Arsch, na toll. Die Leute sind keine perfekten Menschen, alle Leute haben irgendwie hier und da ihre Fehler, ne? Und die können trotzdem gutes Kunstwerk machen. Michael Jackson kann trotzdem gute Musik machen. Da gibt es ja auch dann Leute, die da dann Unterschiede machen, die sagen dann, ja, der ist ein Sonderfall, weil seine Kunst ist höher als der Künstler. Louis C.K., ja, der ist die Kunst, ja, die ist ein bisschen weniger, keine Ahnung. Danke, Jotun Loki. 34 Monate. Schöne Grütze. Ey, man kann einen Teil von einem Menschen mögen und einen anderen Teil nicht. Kann natürlich irgendwie sagen, ey, der eine Teil ist mir zu groß. Oder das erinnert mich immer daran. Im Nebenzimmer wird schon gelacht. Ha, 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 Pimmel, ha, ha, ha. Haben die Kinder damals auch gesagt auf der Neverland Ranch, ne? Ha, 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 ha. Ich entschuldige mich für diese Comedy, bitte nicht klippen. Tschüss.